Willkommen auf dem Kanal, ich möchte dir heute hier diesen Lada Vesta hier vorstellen. Der kostet hier 1600 Euro und hat hier eine Höchstgeschwindigkeit von 158 km/h, 55 Liter Tank hat er und 122 PS entsprechend hier 90 kW. So, da haben wir jetzt hier unser gutes Stück. Ich habe schon mal hier ein bisschen getestet das Ganze. Also, wie wir hier sehen, man kann hier die Haube aufmachen, finde ich, ist hier das auch schön modelliert worden mit dem Motor, mit der ganzen Verkleidung. Man kann hier die vorne die Türen einzeln aufmachen und das andere kann man hier leider nur alles auf einmal aufmachen. Aber das werden wir dann uns gleich auch anschauen. So, steigen wir ein. Also, wie wir hier sehen, wir können mit der linken Maus die linke Seite aufmachen und zumachen. Dann mit X können wir jetzt den Rest hier schließen. Finde ich auch tolle Sache. Aber leider jetzt sind manche Sachen hier nicht ganz okay, wie wir dann gleich sehen. Also Lok so her ist sauber. Ja, aber die Lok sagt ja nicht immer alles aus. Muss man dazu auch noch sagen, dass das alles funktioniert. Und deswegen schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Dann sehen wir jetzt hier Blinker hier funktioniert, aber leider haben wir hier keinen Schein. Da. Woher? Dann hier das normale Licht, also das Tagfahrlicht hat auch keinen Schein. Mit hinten, das hat jetzt auch keinen Schein. So, dann haben wir jetzt hier das mit Nummer 5, Nummer 6. So, starten wir mal. Dann sehen wir jetzt hier, hat leider jetzt keinen Schein. Innen drin die Armatur ist beleuchtet. Drehzahlmesser ist animiert. Vom Blinker her leider her nicht. Mal sehen. So, dann gehen wir jetzt gleich wieder ins Tageslicht natürlich über. So. Höchstgeschwindigkeit habe ich bis jetzt 155 erreicht. Also wir sehen, das Fahrwerk, das arbeitet schön. Der Attacher ist leider zu tief gesetzt. Das werde ich auch gleich zeigen. Und er macht, wie wir sehen, jetzt hier also Traktorreifenspuren. Weil er kräftig jetzt hier ein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rauskomme. Müssen wir mal schauen. Leider nicht. Muss ich aussteigen. Setzt man einfach zum Zurück. So, sind wir eingestiegen. So, ups, das war eins zu viel. Das sehen wir jetzt hier gleich nochmal, was ich eh schon hier angeschaut habe davor. So, dann sehen wir jetzt hier der Kugelkopf. Das sitzt jetzt sehr schwer. Ist leider zu weit oben und der Hänger ist weit unten, also da ist leider der Attacher nicht richtig also platziert worden. Ja, sonst finde ich den Mod ja echt toll, aber innen drin, jetzt wenn man sich anschaut, hier die Spiegel so her, jetzt, das ist so nach unten gedreht, das ist so rüber gedreht und so, das sieht nicht schön aus. Funktionieren tut's, aber es sieht kacke aus, Entschuldigung, wenn ich das sage. Ja, wenn dir trotzdem das Video natürlich gefallen hat, dann schaust du natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.